Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme. Ich begrüße Sie hier in unserem TTZ-Test- und Trainingszentrum Hille. Und richtig, wenn was aufgebaut ist, gibt es ein neues Projekt. Und dieses Projekt eines Kunden ist wie viele, viele, viele andere Projekte ein prädestiniertes Beispiel dafür, dass im Grunde genommen verschiedenste Profilquerschnitte oder Befestigungsmöglichkeiten oder im Grunde auch Gelenke und Winkel eingesetzt werden müssen, um eben halt Terrassenwünsche zu realisieren, so wie in diesem Fall beim Kunden eine Poolumrandung für einen kleinen eingelassenen Pool in einem Garten. Der Kunde hat eine kleine Terrasse mit einer Trittstufe runtergebaut, entsprechend verkleidet mit Platten, also so diesen Natursteinimitaten, und hat dann das Ganze mit Holzdielen belegt. So. Und das, was wir in jedem Video sagen, Kunden, die unserem YouTube-Kanal folgen, wissen das, ja, dass im Grunde genommen die Mischung der Profillösungen auch für so eine Terrasse sehr, sehr wichtig sind, damit diese auch kleinen Bauvorhaben in Anführungsstrichen, aber auch komplex realisiert werden können. Weil wir haben dort eine runde Fläche, wir haben eine entsprechende Aufbauhöhe, wir haben keine vorbereiteten Fundamente, ne, sondern nur auf der einen Seite. Und deshalb hat auch da der Kunde gearbeitet, einmal mit einem Stellfuß und einmal im Grunde genommen hat er die Unterkonstruktion in den Boden betoniert. Ja, dasselbe können Sie selbstverständlich auch machen, indem Sie auf Betonflächen oder entsprechende Punkt- und Streifenfundamenten das System aufsetzen. Das ist unseren Systemen. Sie wissen, wir haben nicht nur eins, sondern wir haben das breiteste Sortiment am Markt, weil wir im Grunde genommen in allen Terrassenbereichen arbeiten, die Sie können. Völlig egal, ob Sie so ein Projekt haben, was wir uns gleich angucken, oder ein fahrbares Pooldeck oder eine große Aufständerung oder einen großen Pool oder einen eingelassenen Pool, oder ob Sie auf dem Dach arbeiten, auf dem Flachdach, Balkon, völlig egal welche Belege, mit Dielen, mit Platten, völlig egal welche Dielen, völlig egal welche Platten. Sie kennen das mit unserer Wabe, auch Durchbruchschutz. Und das alles bieten wir Ihnen. So, und in dem Fall hat der Kunde für seine Terrasse genutzt unser Easy Construct 45x45, ein, ja, ich sag mal, Alleskönner-Allrounder, mit dem man eine Menge machen kann, wie Sie in diesem Video auch gleich sehen können. Und dieses Profil hat den Vorteil, dass Sie es durch die Verbindungstechnik in allen entsprechenden Ebenen verbinden können, ja, also sowieso als Konstruktion, auch ohne Stellfüße und natürlich durch unsere Gelenke, ja. Sie kennen das 2D-Gelenk oder unser 3D-Gelenk oder anderen Systemanschlüssen können Sie im Grunde auch dort in alle Richtungen bauen. In dem Fall hat der Kunde dort natürlich das 2D-Gelenk genutzt, um entsprechend seine Anschlüsse zu finden, um seine Dielen dann rund um seinen Pool zuschneiden zu können. So, in einem Bereich, wo er ein Fundament hatte, hat er gearbeitet mit Stelzlagern. Sie kennen das. Augen auf beim Stellfußkauf. Unser Stellfuß 200 mm Durchmesser, kein Loch im Boden. Hier oben 130 mm Kopfdurchmesser, auch kein Loch im Boden. Das Profil, egal welches, unseres, Holz, WPC, anderes, Alu, völlig egal, kann an diese Lasche geschraubt werden. Oder wie in dem Fall und wie es viele Kunden machen, haben wir einen Klickadapter, den man einfach draufsetzt. Und dann können die Profile in den Fuß einfach reingeklickt werden. Ne? Sie sind dann entsprechend mit dem Fuß verheiratet. Ja, man kann in diese Richtung immer noch arbeiten. In diese Richtung kann es nicht mehr, kann der Fuß nicht mehr wandern. Und wenn Druck drauf kommt, sitzt der Fuß fest. So, das hat der Kunde gemacht. Er hat natürlich, wie Sie sehen, viele Verbindungen und Streben entsprechend gesetzt. Ja, er hat, was auch sehr, sehr wichtig ist, Sie kennen, wir haben auch mit runden Problemen, egal in welche Richtung, kein Problem. Auch das ist wieder ein Thema hier, ja, in diesem Video. Das hat der Kunde alles verbaut. Er hat natürlich Stelzlager genutzt und Sie wissen auch hier, die UCP, durchgängiger Boden, durchgängiger Kopf, entsprechend voluminös, ja, also nicht im Grunde genommen Produkte in etwas anderen Größen, ja, das können Sie sich dann selber auch mal anschauen, weil so ein Stellfuß, wir weisen immer wieder darauf hin, aus Kunststoff, ist im Grunde dann für die nächsten Jahrzehnte Ihr Fundament. Ja, und von daher immer Augen auf beim Kauf eines Stellfußes, dass er auch die entsprechende Qualität hat, über diese langen Jahre hinweg entsprechend ein stabiles Fundament für Ihre Konstruktion bieten zu können. So, wir als auch Vollsortimenter, nicht nur im Aluminiumbereich, mit mittlerweile 158 Querschnitten, nein. Wir haben natürlich auch im Stellfußbereich, fangen an bei 11 mm, ja, bei ganz, ganz flachen Aufbauten und gehen hoch bis einem halben Meter. Und von daher auch da kompletter Vollsortimenter, je nachdem, was Sie für Ihr Projekt benötigen. Der Kunde hat, wie gesagt, dort dann Holzdielen aufgeschraubt und er hat eben diese Unterkonstruktion, wie Sie das machen können, eben nicht
auf Punktfundamenten aufgeschraubt, das kann man auch machen, sondern er hat sie gleich einbetoniert. Ja, und gerade bei kleinen Flächen, bei schmalen Wegen, gerade um solche Konstruktionen herum oder als Weg gebaut, was auch immer, ist es im Grunde genommen sehr, sehr sinnvoll, entsprechend auch mit verankerten Fundamenten zu arbeiten, weil dort eben halt diese Wackel- und Kippelgefahr aufgrund des geringen Gewichts, ja, aufgrund der im Grunde genommen eben halt nicht vorhandenen Stabilität, definitiv mit Ankertechnik zusätzlich entsprechend zu verankern. Kommt ihr nicht auch demnächst auch noch ein großes Video, wo auch dann mit dem Easy Construct gearbeitet wurde, mit dem festen Verbinden auf entsprechenden vorhandenen Betonflächen, zeigen wir Ihnen auch, da sind wir transparent, das wissen Sie. So, und ich glaube, jetzt habe ich wieder eine Menge erklärt. Jetzt steigen wir ein und gucken uns an, was der Kunde Schönes gebaut hat. Folgen Sie mir auf die Baustelle. Ja, liebe Kunden, was soll ich sagen? Wie immer sehen Sie auch hier bei einem solchen Projekt Profimaterial, Profiergebnisse, werden Sie selbst zum Profi mit unserer Hilfe, Planung durch Sie, Planung durch uns oder kostenlos natürlich oder eben halt Sie nutzen unseren umfangreichen Online-Planer und ich hatte darauf hingewiesen, TTZ, Test- und Trainingszentrum, wir wiederholen das, Sie sind herzlich eingeladen, hier vor Ort sich alles anzuschauen. Auf über 400 Quadratmetern ist alles aufgebaut an Flächen mit unserem entsprechend geschulten Personal hier vor Ort. Mit unseren Profis können Sie auch entsprechende Terrassensituationen nachstellen. Sie können sie bauen, Sie können es anfassen, Sie können drauf laufen, um für sich selber das beste Produkt zu finden. Und von daher bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Auf Wiedersehen.